Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und ich begrüße euch wieder herzlich hier in einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir befinden uns immer noch in Valence und ob ihr es glaubt oder nicht, ich stand gerade gefühlt eine Stunde lang hier am Straßenrand mit Zettel und Stift und habe den Verkehr beobachtet, mehr oder weniger, und habe hier viel allein noch ein bisschen was gemacht. Besonders hier an den Straßen hin und zurück zum Kreisel habe ich was gemacht. Ich habe da viel mit Einbahnstraßen rumgemacht, dass die da nicht mehr so viel links abbiegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das alles euch zeigen soll. Es sind viele, viele Kleinigkeiten gemacht habe. Zum Beispiel hier eine Straße, die hier runter geht, ist eine Einbahnstraße. Dahinter dann ein bisschen schmaler gemacht, dass es hier einfach nur eine Rechtsabbiegerspur ist. Da war früher eben eine Straße hier so hin, die ging hier ran und da sind ganz viele immer nach links abgebogen. Und hier auch genauso. Und jetzt können sie halt da rechts abbiegen und dann unten drunter durchfahren. Und ja, hier ebenfalls eine Rechtsabbiegerspur. Mal gucken, ob das was wird. Es hängt hier immer noch ein bisschen. Es geht immer noch Rückstau. Weit, weit zurück. Oh, was ist das? Da geht's auch hin, Stau. Oh Gott, ey. Ja, es ist hart. Hier ist vielleicht das Problem, dass sich das dann doch zu sehr verkleinert. Hier habe ich nur kurz für diesen kleinen Abschnitt hier 3 Spuren, also 6 Spuren reingemacht. Und die rechte Spur ist dann einfach nur eine Rechtsabbiegerspur. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Irgendwie hängt es hier die ganze Zeit noch. Jetzt wird es hier von 2 Spuren auf... Na, hier geht es hier 2 Spuren weiter. Wieder mit 2 Spuren. Dann auf 1 Spur runter und ja. Hier wollen sie wohl alle auf die... Von der rechten Spur auf die linke Spur. Ich habe so das doofe Gefühl, es ist nicht ganz so klug, dass es hier einspurig wird. In der Theorie ist es klug, aber in der Praxis reicht es anscheinend nicht. Wir machen hier die Straße noch mal ein bisschen größer, dass sie hier nicht die Spuren wechseln müssen. Und wir müssen eigentlich aber auch das hier wieder größer machen. Haben wir hier neue Ampeln, würde ich sagen. Nicht. Da nicht. Auch gut. Und es gibt hier trotzdem Linksabbieger. Ist das zu fassen? Warum? Sogar einige. Da müssen wir müssen mich nochmal eine halbe Stunde hinstellen und gucken, woher die kommen und warum die hier nach links abbiegen wollen. Aha! Neue Schmalspur. Loks alle 30 km/h. Ja, es sind diese Linksabbiege, die hier alles durcheinander bringen. Aber vielleicht kam so gerade daher irgendwie, weil ich irgendwas umgebaut habe. Vielleicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ist das hier solche? Nee. Jetzt fahrt weiter! Muss man euch extra bitten oder was, ihr Trottel? Was waren diese Trottel? Ja, na gut. Liebe Leute, wir wollen uns hier jetzt auch nicht mehr so lange aufhalten. Wir lassen Valence mal in Ruhe. Hier sieht alles besser aus, glaube ich. Also wir haben den Stau aus der Innenstadt so gut wie entfernt. Hier ist ein bisschen was. Wie kommt das? Das ist eine Ampel. Ah, oh, da ist eine Ampel. Die kann ich auch nicht wegmachen wegen des Depots hier. Komm, dann lass das doch mit dem Depot. Was soll das denn? Wir biegen hier ab. Wir biegen hier nicht ab, weil da diese verdammte Industrie im Weg rumsteht. Hilft das was? Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig mit Stau. Ich habe gerade keine Lust mehr, noch mehr Stauzeugs zu machen. Ja, wir lassen das hier mal. Das Wichtigste ist halt immer noch diese Strecke hier nach oben hin. Da ist immer Stau. Immer, immer. Hier liegt auch nur an einer einzigen Kreuzung irgendwie. Es liegt natürlich an den Linksabbiegern irgendwie. Ist das zu glauben, ey? Ist das zu glauben?
Das ist einer von meinen LKWs hier. Nein, sag bloß. Brot-LKW, richtig. Wir gucken auch gleich noch nach Brot. Oh, das hier ist so ärgerlich. Wir müssen eigentlich wieder eine Brücke oben drüber machen, dass sie dann da noch zu rechts abbiegern werden oder sowas. Oder doch wieder irgendeine beknackten Kreise, nur dass die paar Trottel da drauf fahren können. Wir lassen das jetzt mal, liebe Leute. Ich habe jetzt wirklich genug daran gemacht. Wir lassen das mal eine Weile reifen. Oh, hier ist auch Stau. Ja, es ist wie es ist. Das kostet aber viel Zeit. Also ihr kennt das bestimmt. Es kostet viel Zeit, wenn man hier sitzt und zuschaut, wer will wohin und was, wo könnte man vielleicht noch was verbessern. Es darf nicht wahr sein. Es ärgert mich. Hier ist die verdammten Linksabbieger sind. Gut. Na gut, wir lassen das mal. Und wir gehen jetzt rüber zum Brot. Oh, boah Gott, das hier ist der Stau und hier ist dieses Förderband. Gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Komm, lass dich mal anklicken. Kleines Förderband. Rate 179. Das ist ein bisschen wenig, oder? Das Ding spuckt 200 aus und wir hätten gerne ein bisschen mehr. So. Das wird auch... Oh. Wird auch ganz gut bedient. Wir können auch noch ein bisschen mehr reinstecken. Wäre nicht schlecht. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr hier. Für ein Förderband ist es vielleicht ein bisschen zu weit weg. Da wird sich sogar schon ein LKW irgendwie lohnen. Hier so an den Feldergrenzen irgendwie vorbei. Das wird bestimmt sehr schön. Wollen wir das mal machen? Erstmal gucken wir, dass die Brote auch abgeholt werden. Was ist denn da los? Der Erhard. Hier liegt wie viel rum? 117. Das geht noch. Rate 174. Das passt fast zu dem zusammen, was wir hier haben. Gar nicht so schlecht. Ja, das Brot jedenfalls kommt dann hier rüber in la Cité de Leandre. Und das kommt auch ganz gut hier an. Haben wir noch Stau? Ja, aber ist schlimm. Haben wir hier Stau? Nein, stockenden Verkehr haben wir hier. Manche würden es als Stau bezeichnen. Ja. Es ist ein Stau ohne Grund, also wir könnten hier weiterfahren und keine Ahnung. Wir lassen das. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen hier kurz noch ein bisschen diese nette LKW-Linie hier da hoch. Da werden wir, glaube ich, hier unter der Brücke durchfahren. Wie ist es gedacht hier? Da wollen wir hin. Eigentlich müssen wir über die Straße fahren hier. Wir lassen die hier abbiegen. Wir machen hier eine Abbiegung. Am liebsten würde ich da diese Feldwege nehmen, aber dann fahren natürlich die LKWs auch so langsam. Und sag mal her, 60 km/h. Langweilig! Langweilig. Ja, hier hin. Das wird nett hier. Was ist denn schon wieder mit der Landschaft los? Oh. So. Also ich finde hier wirklich, eigentlich müsste da irgendwie so ein Industrieweg hin, irgendwie so ein kleiner Feldweg, wo dann halt eben LKWs herfahren und keine normalen Menschen. Das ist halt so eine schöne Straße hier, die eigentlich nicht für sowas gedacht ist, finde ich. Oh. So. Da fällt mir gerade ein, ich habe vom Peti hier diese Mod vorgeschlagen bekommen. Ich dachte, ich hätte die schon mal gehabt, aber die kommt mir jetzt doch nicht bekannt vor. Das ist jetzt natürlich leider nur für Passagiere, nicht für Güter. Das würde jetzt hier sehr gut hinpassen irgendwie. Man kann aber trotzdem so einen kleinen Kreisel nehmen. Also sieht wirklich nett aus. Stationsform. Ich kenne die. Ich glaube, ich hatte die auch schon mal. Mittelpinsel. Also Mittel. Ich lese da Mittelpinsel.
Waldboden. Kakteen. Ach, das. Ja, ich kenne sie doch nicht. Sowas kommen wir da bei der, die ich kann, die nicht einstellen. Ach, das ist ja schön. Müssen wir gucken, wie wir das am besten verwenden könnten irgendwo. Wir bleiben jetzt aber hier erstmal hier bei dem Teil und machen da eine Schlaufe rein. Gucken, ob wir das so irgendwie hinbekommen. Was ist hier? Achso, das ist dieser kleine Feldweg. Nein, wir wollen hier eine Autobahn haben. So. Dreht jetzt hier eine Schlaufe. Hör mal, kannst du mal eine Kurve machen? So. So. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass ein LKW sowas macht irgendwie. Ich finde es einfach sehr schade, dass das jetzt halt eine ganz normale Straße ist. Das ist ein Hubbel. Seid ihr verrückt? Also echt. Kein Hubbel. Ja, sogar schon zu wenig Hubbel, was ich jetzt hier gemacht habe. Ach komm schon, mit so Kleinigkeiten müssen wir jetzt hier rumschlagen oder was? So, jetzt sieht es besser aus. Und so lasse ich das jetzt auch. Und es sollte vielleicht nicht vergessen werden, dass hier eigentlich noch eine Plattform hingehört. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt überhaupt so Gedanken... Die Plattform ist doch das Kreisding am Ende. Wir machen wieder diese hier kleine LKW-Dingsstation. Ja. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade mit dem Kopf war. Darf ruhig ein bisschen länger sein. So. Na gut. Okay. Die fahren jetzt hier rüber. Dafür brauchen sie auch hier diese kleine Abzweigung, die ich da noch extra hingemacht habe letztens. Und dann müssen wir eigentlich nur eine Ablage hinmachen. Sowas. Und da wäre jetzt so eine Schlaufe nicht schlecht, liebe Leute. Ich glaube, da war jetzt so eine Schlaufe hin. Hören wir kurz auf hier. Gehen in die Pause. So, so sieht das jetzt aus. Hier ist es doch sinnvoll, oder? Ja, ich denke, hier ist okay. Gut, dann wollen wir nur noch gucken, dass da die LKWs auch noch hinkommen. Da haben wir doch ein Straßenfahrzeugdepot. Wunderbar. Dann nehmen wir wahrscheinlich diese großen 40-Tonner. Neue Linie. Gut, das müsste eigentlich funktionieren. Gucken wir gleich mal, ob das da auch schon drauf landet. So. Ja, es geht los. Es geht los. Wunderbar. Das heißt, wir müssten eigentlich den... Wer ist es nochmal? Den Erhard noch ein bisschen vergrößern. Aber das gucken wir, wenn es soweit ist. Da dürfte jetzt doch einiges mehr bei rumkommen, denke ich. Das schauen wir uns dann später an. So, aber liebe Leute, jetzt wird es langsam wirklich Zeit, dass wir uns endlich um Stahl kümmern und um Plastik. Um Kunststoff. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt wirklich so langsam mal an. Damit wir dann auch endlich Maschinenteile und Waren bekommen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir irgendwo in der Mitte irgendwo halbwegs passend ein Stahlwerk finden. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal angeschaut und es wird immer nicht besser. Also Stahl haben wir da. Drei Stück. Aha, da oben. Etwa der Erz in der Nähe? Nein. Kohle? Nein. Nix. Gar nichts. Aber gut zu wissen, dass sie da sind. La Ravoir Acierie. Ganz oben. In Livet, in Nomerburg. Mitten in der Stadt, weiter weg vom Bahnhof. Auch nicht so geil, auch nicht wirklich Erz oder Kohle in der Nähe. Wir können das natürlich mit dem Flugzeug daherbringen, aber dann müssen wir es durch die halben Städte, ja, durch die ganze Städte hier durchbringen. Also ich weiß auch nicht. Aha! Tupolev! So. Dritte Chance. Wir haben sogar vier. Tatsache. Ganz unten. Da haben wir immerhin jede Menge Kohle. Und ein bisschen Erz.
Liebe Leute, das ist ein heißer Kandidat für Stahl, würde ich sagen. Schiff in der Nähe. Bahnhof, nicht so wirklich, aber theoretisch auch. Ein Flughafen in der Nähe. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Ich glaube, das könnten wir machen. Ah, ne, guck mal, was ist denn das? Anunai! Eine weitere Stadt, die ich gar nicht bemerkt habe. Ist ja interessant. Gut, das hatten wir hier. Wir gucken aber trotzdem noch, wo der andere Kollege sitzt. Balance. Ah. Nee, das muss nicht sein. Also das hier wirklich der beste Kollege, glaube ich, den wir finden können. Hier fehlt auch wieder Erz und alles. Ja, das ist ja sehr erfreulich. Stahl bräuchten wir für Maschinenteile. Boah, das. Ich glaube, wir machen das mal eben, dass wir hier schon mal ein bisschen was anschließen. Dann läuft das schon mal. Und dann können wir uns überlegen, was wir mit dem Stahl machen. Wir brauchen das für Maschinenteile und was war das andere? Waren, glaube ich, nicht. Hier. Doch, Stahl auch. Aha. Gut, das gucken wir uns dann später an. Also Hauptsache, wir haben ein Stahlwerk im Betrieb und das produziert ordentlich Stahl. Ich würde sagen, das machen wir jetzt heute mal. Anunai. Die arme Stadt. Nicht angebunden. Habe ich ganz vergessen irgendwie. Aber gut. Also, schauen wir mal kurz an, wie das hier aussieht. Hier haben wir ordentliche Klippen. Wie machen wir das? Da könnten wir eigentlich fast auch mit den Förderbändern rummachen. Das wäre doch was, oder? Ein Förderband von hier darüber. Ich glaube, das wird mir gefallen. Für das Erz. Hier müssen wir dann natürlich was anderes machen. Das ist ein bisschen weit für Förderbänder. Aber hier können wir das gerne mal probieren. Das ist jetzt wieder. Das ist natürlich wieder Gefummel, liebe Leute. Das ist mir bewusst. Das würde ich, glaube ich, alleine machen. Und danach machen wir zusammen weiter, würde ich sagen. So, liebe Leute, so schlimm war das Gefummel jetzt gar nicht. Ich habe das jetzt hier so einfach gemacht. Direkt den Berg hoch. Ich kenne das aus meiner Heidelberger Umgebung. Da gibt es Heidelberger Zement. Und da wird eben so Zement irgendwo abgebaut, irgendwie. Und wenn man durch irgendeine Ortschaft fährt, wie sage ich eigentlich die ganze Zeit, irgendwie, irgendwo, irgendwas. Na gut, wenn man durch irgendeine Ortschaft bei Heidelberg fährt, durch Leimen, da sieht man auch so Förderbänder über die Straße und da gondeln die Dinger rum. Das sind mehr so Gondel als Förderbänder, aber, oder? Vielleicht auch beides, keine Ahnung. Aber das geht auf jeden Fall auch relativ steil. Ich kann mir das vorstellen. Deswegen bin ich zufrieden damit. Zwar in die ganzen LKWs natürlich hier erst los. Darüber. Da geht's schon los. Schon überlastet. Also, nee. Gut, also eigentlich soll es so sein, es ist ein Förderband und eigentlich sollte überhaupt nichts gelagert werden. Deswegen. Rate 73. Oh. Ja, da müssen vielleicht noch ein paar mehr drauf. Dann machen wir das. Machen wir gleich mal ein paar mehr. So. Da kommt das erste Zeug schon. Sehr geil. Ja, ich mag die Mod. Ich finde die schön. Hat was. Rate 233. Das habe ich immer noch viel zu wenig. Dann schicke von unten nochmal welche los. Das sind immer noch welche. Haben die hier Probleme da zu fahren oder was? Ja, die sind unsichtbar. Also wirklich genial gemacht, diese Mod. Finde ich gut. Na gut, also ich nehme an, die fahren irgendwie oben drüber, wenn sie voll sind, und drunter durch, irgendwie, wenn sie leer sind oder sowas. Und immer im gleichen Abstand. Ja, komm, wir müssen noch welche kaufen. Aber vielleicht machen wir das mal anders. Aus Holz? Nein. Doch. War es aus Holz? Da sieht man sogar die Kohle rumliegen. Ist gar nicht mehr der gleiche Abstand. Ich muss gerade irgendwie an Achterbahn denken. Vorne 33. Ja, da werden wir noch welche brauchen. So, jetzt aber. 386. Wunderbar, das sieht gut aus. Das sollte funktionieren. Nummer 1.
Wäre vielleicht die Überlegung, auch gleich Nummer 2 anzuschließen hier. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ob wir einen von denen hier noch nehmen sollen und dann eben direkt dann anschließen sollen. Es gibt auch diese Verteiler. Komm, sag mal her. Ja, weiß ich nicht genau, ob es so funktioniert, wie ich mir das denke, aber ich denke, dass da für zwei Seiten was kommt und es wird auf eins da verteilt oder irgendwie so. Gut, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir das auch. Wir können dieses Kohlebergwerk nehmen und eine LKW da runterfahren lassen, hier am Strand entlang, am Ufer entlang. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach dem hier. Und wie machen wir das? Haben wir da eine Idee, wie wir das Zeug darüber bekommen? Entzug? Ich glaube, das sind die Höhenunterschiede zu stark. 86 Meter. 29. Wobei, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, wir machen das mit der Brücke. Mit LKWs. Wir haben ja mittlerweile die 40 Tonner. Das sind also gar nicht so wahnsinnig viele LKWs. Also einen Zug sehe ich hier nicht so richtig. Bei diesem welligen Gebiet mittendurch über 1000 Täler irgendwie rüber. Und hier ist ja schon eine Straße. Ich würde sagen, wir machen das mit den LKWs, liebe Leute. Also, dann fangen wir mal an, eine Straße zu bauen. Wo ist hier der Ausgang? Hier? Möglich? Ja. Wo ist jetzt die Straße da drüben? Da werden wir eine schöne Brücke drüber bauen, irgendwie. Ich werde hier gucken, dass wir schön an der Topografie langfahren. Vielleicht hier darüber. Ein kleines Brückchen, immer gern gesehen. Oha, das sieht nett aus. Die Höllentalschlucht hier. Das war natürlich hier mitten über diesen Hubbel rüber. Das habe ich jetzt wieder ganz toll gemacht. Alles wieder weg. Wir gucken, dass wir da dran vorbeifahren. Also hier rum und irgendwie so vorbei oder so. Ja, sieht nett aus. So, und ich würde sagen, denen gönnen wir jetzt auch mal eine ordentliche Straße hier. Den Kollegen. Muss einfach sein, irgendwann. Ja, irgendwann ist es zu viel mit Feldwegen hier. So, jetzt fahren die dann hier runter, brumm, brumm, brumm. Bis hierhin und dann biegen sie ab und fahren durch das Tor dann, durch das Tal hier weiter. Durch das Tor. Ein Tunnel gibt's hier nicht, ja? Okay. Da nicht. Ich glaube, das wird richtig nett. Und jetzt haben wir endlich Stahl. Das heißt, wir können endlich die ganzen Produkte herstellen, die ich die ganze Zeit vor mir herschiebe, weil die so kompliziert herzustellen sind. Ach, vergleichsweise kompliziert. So, warum hat eigentlich dieses Stahlwerk hier so einen verdammten Garten? Ich verstehe es einfach nicht. Wo ist hier der Eingang? Hat das Ding überhaupt einen Eingang? Eigentlich ist ja egal, aber ich würde das schon gerne so machen, dass es halt auch halbwegs logisch ist. So ein Ärger, echt. Muss ich jetzt einen Garten anschließen oder was? Tatsache, das würde reichen. Wie doof ist das denn? Echt. Ich werde es aber kaum anders hinbekommen. Wir müssen ja auch noch eine Plattform bauen. Gut, wenn die meinen, dass sie da mit der Schubkarre dann hinfahren, hier zu den Bäumchen und das ganze Erz abholen wollen, bitte. Ich habe mir das nicht ausgedacht, aber wenn die das so haben wollen, okay. So, dann nehmen wir jetzt hier wieder eine ganz normale Plattform. Wo ist denn das? Ah. Drehen die einfach um. Bisschen länger vielleicht. Eventuell werden wir da ja auch noch Stahl drauf lagern müssen. So. Ich glaube, wir machen das noch länger.
Okay. Oh, jetzt ist das Ding krumm, oder was? Ich bitte dich. Geht nicht? Jetzt. Geht doch. Okay, ich würde sagen, damit kann man leben. Muss man sich ja vorstellen, dass jetzt wieder Schubra darüber fahren, über diesen komischen Garten. Ich meine, warum denkt man sich, also, wieso ist das, wieso rede ich überhaupt noch? Ich weiß auch nicht. Na gut, keine Ahnung, das ist einfach unlogisch. Aber gut. Okay, also, da packen wir da auch noch Fahrzeuge drauf. Was ist denn hier los? 90 Boote liegen hier vor Anker. Wo wollen die hin? Roussillon? Ah, oh, was? Was soll ich. Was? Okay, hier ist die Lebensmittelfabrik. Das Boot fährt hier rüber zum Hafen. Achso, darüber. Echt? Und dann? Was? Achso, wird es hier abgelegt? Das ist auch viel zu viel. Und wird dann hier rüber gebracht. Nach Roussillon. Anscheinend ist das so. Was haben wir da für LKWs? Halbwegs veraltete, würde man vielleicht sagen. Halbwegs veraltet. Ich würde sagen, da gucken wir, dass er das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt. Oh, der Flixbus ist da. Sehr gut, das ist der falsche. Was? Hä? Moment mal! Teilen sich zwei LKWs seit 500 Jahren die gleiche Plattform? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Echt jetzt. Okay, na gut, das tun sie jetzt nicht mehr. Kann man ja, korallenfarbene Linie. Du gehst jetzt mal auf die zweite Plattform darüber. Wunderbar. Okay, also. Na gut, dann helfen wir dem auf die Beine mit modernem Rollmaterial. 40 Tonnen ist mir eigentlich nicht so lieb, weil das ja mitten durch die Stadt einfach nur geht. Vielleicht nehmen wir einfach diese Kollegen hier. 48 Emissionen. 44 Emissionen, das ist entgegen aller Logik. Oh nein. Das ist entgegen aller Logik, deswegen nehme ich das hier trotzdem. Weil niemand wird lässt dann 40 Tonnen mitten durch die Stadt fahren, um so eine Bäckerei zu beliefern oder irgendwie sowas. Nee. So, alle ausgetauscht. Rate 299 ist viel zu viel. Weg damit. Was ist mit den Kollegen hier? Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Aha, die sehen moderner aus. 88 Jahre erst. Gut. Wie dem auch sei. Also, wir sind hier. Ich habe eigentlich geguckt nach dem Depot. Was ist denn hier los? Oh. Oh. Das ist das Werkzeug, das für La Rochelle gedacht ist. Aha. Rate 120 und das Ding spuckt was aus? Wo bin ich denn? Hier. Spuckt 200 aus. Ja, da würde ich sagen, da helfen wir. Die ersetzen wir einfach durch die 40 Tonnen, aber da sind sie gut eingesetzt. Wenn nicht da, dann wo sonst? Keine Ahnung. Oder 77 ist immer noch zu wenig. Wir klonen noch 2, 3. 212, jetzt passt es ungefähr. Für den Moment. Wunderbar. Da sehen wir unsere Werkzeuge. Lauter Werkzeugkästen für den Heimbedarf. Gut, eigentlich sind wir immer noch bei der Suche nach einem Depot. Straßenfahrzeugdepot. Moment mal, gibt's hier, das ist die nächste Brücke. Andance, da haben wir auch eins, na gut. Okay, dann holen wir uns natürlich die 40 Tonner, die machen das schon. So. Von... Gibt's nicht. Gibt's nicht! Habe ich dich gemacht. Brauchen wir nicht. So. Okay, jetzt. Geht nicht, gibt's nicht. Nein! Das sieht komisch aus.
Wir müssen es glätten. So, jetzt. Okay. Gut, also wir haben noch irgendwo unsere Fahrzeuge liegen. Das hier. Zum Stahl rüber. Oh, das wird toll. Gut, liebe Leute, es scheint, es wird in Kürze auch über Stahl verfügen hier auf unserer Karte. Ich weiß nicht, wie wir ins Jahr 1996 gekommen sind, ohne auch Stahlträger bauen zu können. Aber gut. Die haben halt alle importiert. Kohle kommt an. Wir gucken mal eben, wie das hier läuft. Da fährt sie. Ist immer noch zu viel geliefert hier. Liegt zu viel drauf. Ja, wir brauchen da eine höhere Rate. Die Rate ist bei 314. Wir brauchen noch mal einige. Okay. Jetzt die Rate auf 414. Da können wir sogar noch einen verkaufen oder so. Wir kaufen einen fürs Alibi. Pro forma. 408. Gut, das finde ich sieht okay aus. Sieht alles wunderbar regelmäßig aus. Ich bin sehr froh. Und jetzt kommt hier Kohle an und es wird demnächst auch Erz ankommen. Was haben wir denn jetzt hier für eine Rate? 173 ist viel zu wenig. Die werden Massen geklont, jawohl. 395, da klonen wir nochmal einen. Und dann müsste es eigentlich hinkommen. Jo, das passt. Jetzt passt. Gut, es ist auch noch, glaube ich, eine ganz nette Strecke hier, übrigens. Vielleicht gönnen wir uns mal eine LKW-Mitfahrt. So ein bisschen Truck-Simulator sozusagen. Oh, es ist eine nette Strecke hoch und runter. Ja, liebe Leute. Die LKWs sind noch längst nicht da. Du meine Güte! Termin, Druck. Da kommen sie. Gut, die musste erstmal aus der Stadt rausfahren. Aber okay, liebe Leute, das wird funktionieren. Jetzt werden die Steelworking Men hier ihre Arbeit aufnehmen können und werden demnächst Stahl haben. Und dann müssen wir uns nächstes Mal überlegen, wohin mit dem Stahl? Was machen wir mit dem Stahl? Aber gut, das ist Zukunftsmusik von übermorgen. Liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit und haut mir gerne in die Kommentare, was ihr so sagt. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich ein bisschen manchmal spät dran bin mit Kommentaren beantworten. Ich mache es halt, wenn es gerade zeitlich reinpasst und so. Aber keine Sorge, ich lese sie immer und werde sie auch beantworten, auch wenn es mal vielleicht mal 2 Tage dauert oder sowas. Ja, liebe Leute, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure Lucida. Tschüss.